Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Morning Meeting und Live Trading der Markteröffnung mit Jens Glatt. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FXWet und CapTrader. Heute ist der Start der neue kleinen Webinarreihe mit Jens Glatt. Sicherlich kein unbekannter Name und freue mich sehr darauf, dass wir heute mit dieser Webinarreihe starten und uns die Märkte zusammen anschauen können. Bevor ich aber tatsächlich jetzt an den Jens den Bildschirm übergebe, natürlich wie immer den Risikohinweis bitte zur Kenntnis nehmen und lesen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken und bitte nichts, was heute vorgestellt wird, tatsächlich als Handelsempfehlung verstehen. Gerne als Idee mitnehmen. Dann sage ich nochmal offiziell schönen guten Morgen Jens und übergebe den Bildschirm und wünsche natürlich viel Spaß und viel Erfolg. Ja, wunderschönen guten Morgen. Einen Moment, ich muss mal kurz hier klicken. Ja, perfekt. So. Und auf geht's. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir natürlich. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Ich habe jetzt hier meine Standard-Morning-Meeting-Folie einmal als auf dem Bildschirm so. Und wir wollen uns aber gleich dennoch dem Markt widmen, wobei wir haben. Ja, wir haben die ersten 5 Minuten auf jeden Fall. Ausgehend von der Open Range, wir werden heute dieses Setup, was ich in der ersten Webinarreihe, die der Nelson gerade erwähnt hat, diesen Open Range Ansatz im DAX, den werden wir heute nochmal zum Thema machen und das auch als Basis nutzen für ein Setup für den DAX. Ich habe allerdings parallel dazu, das kann ich vorwegnehmen, auch noch einige andere sehr interessante Gedanken. Ich habe noch zwei saisonale Setups gefunden, die aktuell sehr spannend sind, besonders wenn man sich den Kursverlauf eben anschaut in den Equities, ausgehend vom Zinsmarkt. Wir sehen ja, dass die Equities jetzt hier, besonders der DAX mit dem Rutsch gestern und die 12.000er Marke, ziemlich Schlagseite erlitten haben. Ich muss allerdings sagen, es gibt mehrere Gründe, weswegen man da wahrscheinlich doch ein bisschen positiver sein sollte. Ja, das fällt im aktuellen Umfeld auf jeden Fall sehr schwer. Muss aber auch sagen, es gibt auch für heute einige Gründe, die die Long-Seite erstmal favorisieren. Ich will aber noch nichts vorwegnehmen. Darauf werden wir dann schauen. Ich habe auch dann natürlich noch ein paar Gedanken hinsichtlich der Non-Farm Payrolls vom vergangenen Freitag. Nochmal einen Blick auf den Zinsmarkt generell, wie die Situation dort darstellt. Und so, bevor wir jetzt hier schon uns alles diesem Thema widmen, auch ich habe nochmal einen Risikohinweis, ganz, ganz vorbildlich. Und ich habe auch eine Slide. Und die habe ich besonders, weil ich sie unglaublich aufregend finde aktuell. Ich kann nämlich jetzt offiziell verkünden. Also wir wissen ja, ich hatte das in der Webinarreihe mit CAP und FXFlat schon erwähnt gehabt, jetzt vor 2, 3 Monaten, als wir diese Serie mal gestartet hatten, dass da ein Buch von mir erscheint und CapTrader und auch FXFlat auf der Webseite zum Buch dort in Anführungsstrichen Unterschlupf finden, beziehungsweise dort auch thematisiert werden hinsichtlich der Broker, die ich empfehlen würde, um eben diese Handelsstrategie für jeden Markt auch wirklich umzusetzen. Also es geht dabei nicht nur um CFDs oder FX oder sonst dergleichen, sondern eben auch um Strategien für den Aktienmarkt, für den Rohstoffbereich, Futures, Optionen und demnach ist auch dieses in jedem Markt hier am Ende auf jeden Fall zu verstehen. Und was jetzt gerade besonders aufregend ist, weil das dürften die meisten schon wissen, was besonders aufregend ist, ist die Tatsache, dass ich vergangene Woche die letzten Feinheiten mit der Lektorin dort ausgearbeitet habe. Und dann letzte Woche am Donnerstag jetzt der Auftrag zum Druck des Buches erfolgt ist. Das heißt also, das Ding kommt zum definitiv 5.11. raus. Damals war es übrigens noch der 8.10., was mich ein bisschen überrascht hat, weil die World of Trading findet ja hier auch dann 2 Wochen später statt. Und mir war eigentlich so, als wenn das immer im November dann der Buchveröffentlichungstermin ist. Und dem ist auch diesmal so gewesen. Der 8.10. war da ein bisschen sehr offensiv gewählt, aber am 5.11. erscheint das auf jeden Fall. Und es gibt natürlich auch die Buchpräsentation auch für FXFlat CapTrader dann auf der World of Trading. Also wer da vorbeischauen möchte, der schaut gerne vorbei. Wir werden auch gleich nochmal kurz auf die Webseite des Buches gehen, während des Events, weil auch da gibt es einige interessante Schlüsse, die man aus dem Trading Setup ziehen kann, ausgehend von der Handelsstrategie. Und über die kann man auch das Buch jetzt vorbestellen. Also wer Interesse hat, da steht die URL trader-dasbuch.de, kann man das Buch jetzt bereits dann entsprechend vorbestellen. Und wie gesagt, es ist nicht nur, dass man da das Buch vorbestellen kann, sondern gibt es auch ein paar Tools, mit denen man da, glaube ich, ganz gut arbeiten kann.
Ganz besonders hinsichtlich eben zum Beispiel Monte Carlo Simulation oder auch ein Trading psychologisches Profil. Dazu dann aber im Laufe des Webinars mehr. Wir wollen uns jetzt zunächst mal den Blick hier auf den DAX gönnen. Der, und da sieht man es, eine ganz klare Abwärtsstruktur auf der Stunde. Das ist ein Stundenchart hier an dieser Stelle, fallende Hochs, fallende Tiefs. Und diese sind gestern eben mit tieferen Tiefs noch fortgeschritten worden, oder fortgeschrieben worden. Und jetzt ist es eben so, ich sehe ja hier, oder man kann es erkennen, es gibt zwei Möglichkeiten, zwei mögliche Szenarien, welche ich erstmal zeichne auf der Stunde. Deswegen ist mir auch sehr schwer fallen wird, gleich ein Long-Setup zu formulieren, aber es wird auf ein Long-Setup rauslaufen. Das habe ich jetzt schon so, das sehe ich schon so kommen. Zunächst aber mal hier, erstmal diese zwei Szenarien, erstmal möglicher direkter Abverkauf auf der Unterseite. Die Option besteht auf jeden Fall weiterhin, wobei ich gerade ausgehend von der Eröffnung auf die ersten 5 Minuten jetzt nach Eröffnung des Spotmarktes, also Xetra-Handel, da so ein bisschen skeptisch bin. Normalerweise zeichnet sich das sofort ab, also gleich vom Anfang des Handelstages weg, nicht ab 8 Uhr zwangsläufig. Auch dort manchmal hat man so eine Tendenz. Gestern zum Beispiel war das ein Paradebeispiel, aber normalerweise so ab 9 Uhr kommt dann sofort eben der Druck oben drauf und die Angebotsseiten fliegen da nur so in den Markt und dann gibt es eben entsprechend die Dynamik auf der Unterseite. Das sieht derzeit erstmal relativ passabel aus, weil wir die Tiefs hier aus der Vorbörse zwischen 8 und 9 nicht mehr anlaufen. Das sieht man hier nicht so gut, das werden wir gleich in einem 5-Minuten-Chart wesentlich besser erkennen. Demnach ist jetzt das zweite Szenario eigentlich derzeit zumindest mal das zu favorisieren mit einer Gegenbewegung, die uns führt bis in den Bereich um 12.050, 12.080 Punkte ungefähr. Das ist natürlich hier die Stunde. Wir arbeiten auf der untergeordneten Zeitebene. CRV-technisch ist solch ein antizyklisches Setup, glaube ich, ganz attraktiv, werden wir auch gleich sehen. Nichtsdestotrotz sieht man aber eben auch, wir bewegen uns antizyklisch, also das heißt gegen den Vorteil bei solch einem Long Setup. Auch das muss Berücksichtigung finden. Also wir gehen jetzt hier nicht davon aus, dass es dort das Monster Reversal gibt. Dafür ist einfach zu viel Unsicherheit derzeit auch weiter vom Zinsmarkt im Markt vorhanden. Also das ist alles jetzt meine Meinung, meine Einschätzung, so wie ich das Bild im DAX sehe und wie ich den jetzt handeln würde, auch wenn hier nicht das Webinar stattfindet. Und das ist eben der Grund, weswegen wir dann auch mit einem vorgefertigten CRV arbeiten wollen und nicht davon ausgehen, dass wir hier so eine ähnliche stark trendige Struktur zu sehen bekommen, wie wir sie gestern eben zu sehen bekommen haben, wo man dann auch durchaus mal mit einem Intraday-Supertrend zum Beispiel hat erarbeiten können, dass man den Trade eben mit, oder ohne Take-Profit arbeitet und den Trade eben laufen lässt, sich entwickeln lässt und eine Trendstruktur eben dann sich entfalten lässt, eben ausgehend von der vorherrschenden Abwärtsstruktur, die wir eben relativ klar hier und deutlich erkennen können. So, jetzt gehen wir auf die 5-Minuten-Ebene. Man kann sehen hier bereits, dass wir hier zwei dünnfarbene Linien eingepflegt haben. Das ist ein MetaTrader, das ist der Breakout-Indikator. Das ist ein Indikator, den kann man hier sich einpflegen lassen. Wir haben die letzte 5-Minuten-Kerze, diese hier, oberhalb dieser blaufarbenen Linie geschlossen. Das ist der 50er EMA auf 5-Minuten-Basis. Also ich schmeiß das jetzt einfach alles mal so rein. Wir werden das gleich alles ganz strukturiert aufbereiten. Ja? Also das braucht man nicht mitschreiben. Und der sich jetzt hier gerade vielleicht so ein bisschen überfordert fühlt und so denkt, wow, das sind ganz schön viele Informationen. Keine Sorge, da kommt gleich noch ein bisschen mehr. Und Details eben dazu. Wir nutzen dann entsprechend hier jetzt diese obere Range-Begrenzung durch den Schluss oberhalb des 50er EMAs. Das ist die 11.971.5. Das ist unser Einstiegskurs. Wir haben einen Stop, den wir hier wählen können. Fester Kurs, das ist der Preis. Das ist das Tief dieser Range dann. Das ist die 11.934. 11.934. Wir haben dann, was sind das, 37 Punkte. Dann handeln wir zwei Kontrakte mit einem Risiko von kleiner 0,8%. Haben ein Take-Profit-Level, das nehmen wir gleich rein. Das legen wir erstmal nur die Order rein. So, zack. So, also was man hier jetzt ja auch erkennen kann, das ist ein sehr, sehr cooles Tool übrigens. Das ist ein, wie soll man das nennen? Moment, ich muss mal kurz schauen. Es ist ein Mini-Terminal aus der MetaTrader Plus Paket bei uns. MetaTrader Plus heißt das genau. Danke, Nelson. Ja, also es ist ein Add-on-Package, was man sich kostenlos hier für den MetaTrader bei FXWert runterladen kann, was ich auch sehr, sehr gerne verwende. Einfach deswegen, weil man es schon sieht, das ist dieses Mini-Terminal. Da gibt es einige richtig geile Features. Also muss man wirklich so ganz plump auch formulieren, wie ich auch gleich zeigen werde, noch für ein anderes Setup oder beziehungsweise wir werden es auf das, auf den DAX anwenden. Da kann man nämlich auch mit sogenannten Smart Lines arbeiten. Also das heißt, wenn jetzt der Chart dann diese die jeweilige Linie, die man dort in den Chart reinlegt, anläuft, dann wird der Trade auch entsprechend zu diesem jeweiligen Zeitpunkt, wo man die Linie hingelegt hat, geschlossen. Und das ist bei diesem Setup hier, wo wir gleich noch die Details kennenlernen wollen, natürlich eine ganz wesentliche Geschichte. Wir haben aber jetzt hier ganz kurz noch eine Aufgabe zu erfüllen. Dazu klicken wir noch mal ganz kurz drauf.
Da können wir nämlich noch einen Take Profit hinzufügen. So, jetzt ist der Trade gerade getriggert worden. Und zwar Take Profit festlegen. Oh, hoppala, Verzeihung. So, Take Profit festlegen, fester Kurs. So, wir haben 37 Punkte, 37,5 Punkte, was 75 Punkte für ein CRV von 2 zu 1 bedeutet. Das bedeutet, unser Profit Level auf der Oberseite liegt bei 12.046,5. So. TP festlegen, klick und dann sieht man, da taucht dann auch entsprechend da oben dann dieses Level entsprechend auf. So, und das ist jetzt im Grunde genommen unser Setup. Hier, wir könnten das auch übrigens mit dieser Orderleiter machen. Wir arbeiten aber in diesem Zusammenhang jetzt erstmal nur mit dem Mini-Terminal. Was ich jetzt gleich dann auch noch einpflegen möchte, da machen wir nämlich auch diese Smart Lines. Wir können mich hier so eine Linie einpflegen. So. Und jetzt müssen wir den Chart mal so ein bisschen ganz kurz zusammenstauchen, weil diese Linie, die müssen wir nämlich ziehen bis. Oh, komme ich überhaupt so weit raus aus dem Chart? Warte mal. Einen Moment. Gucken, ob das funktioniert. Ne, den können wir belassen. Machen wir das mal so. Ne. Okay. Musst du rauszoomen und dann Ganz, ganz raus. Ja, okay. Perfekt. So funktioniert es auf jeden Fall. Also, wir ziehen die auf 20, 21, das ist 50, 21. So, 21, 50. Im Moment ist es sogar 22. Wir müssen nämlich Stunde vorgehen. Das genau. ist die Aggregation, die wir haben. Also sind wir bei 22,50. Wenn ich um 21:50 Uhr unserer Zeit diese Order schließen möchte. So, jetzt habe ich erstmal nichts gemacht. Das sieht erstmal relativ unspektakulär aus. Aber wenn ich jetzt auf die Alt-Taste meiner Tastatur klicke und hier drauf auf diese Linie mit der rechten Maus, dann ploppt, das sieht man jetzt nicht, aber hier in meinem zweiten Bildschirm ploppt solch ein Fenster auf. Und da sieht man Smart Lines. Und da steht zum Beispiel Schließung. Jetzt haben wir hier die Ordernummer, also wir haben offensichtlich ja erstmal nur einen Trade laufen. Und diese Ordernummer, die kann man hier so markieren. Und dann kann man Volumen 100%, also alles entsprechend schließen. Und wenn ich jetzt auf Speichern klicke, dann wird aus der roten Linie plötzlich eine gelbe Linie. So. Und das bedeutet jetzt anders formuliert, sollte der Trade, der jetzt gerade getriggert wurde, bis 21:50 Uhr unserer Zeit weder den Stop erreichen, noch hier das Take-Profit-Level erreichen. Also irgendwo dazwischen, nach Möglichkeit dann auch hoffentlich irgendwo in diesem Bereich, weil das nämlich noch einen Profit abwerfen würde für den Trade, dann geschlossen werden, sollte der sich dann in diesem Bereich befinden und diese Linie erreichen, dann wird der Trade zu 100% komplett geschlossen, also vollautomatisiert. Das ist ein reines Intraday-Setup. Und so erreicht man, ich sage jetzt mal, eine gewisse Semi-Automatisierung des Ansatzes, wobei wir jetzt mittlerweile auch mal schauen müssen, ob das überhaupt rauskommt, weil wir werden nämlich hier kurz reingepiekt in den Markt und es dreht ja gleich gegen uns. Sie können wahrscheinlich froh sein, wenn wir nicht ausgestoppt werden zunächst einmal. Aber das einfach nur mal so als kleines Feature, weswegen dieses Add-on-Package eine echt coole Sache ist. Also diese Smart Lines zum Beispiel sorgt jetzt dafür, dass der Trade sich im Großen und Ganzen um sich selbst kümmert. Also entweder ich erreiche den Take Profit, er läuft in den Stop oder eben er wird dann um 21:50 Uhr unserer Zeit, mitteleuropäischer Zeit, wird er entsprechend hier geschlossen. So, das einfach nur mal so in diesem Zusammenhang. Und jetzt will ich gleich auch mal hier die So, will ich auch gleich einmal dieses Dokument uns hier vorführen. Also Entry Long habe ich schon mal vorbereitet, damit das nicht mehr so viel ist. 11.971,5. Stop hatten wir auf der 11.934. Damit haben wir ein Risiko von 37,5 Punkten. Risiko. Und dann haben wir noch ein Ziel. Und dieses liegt dann bei 12.046,5. So, der eine oder andere fragt sich jetzt erstmal, gut, warum arbeiten wir mit so festgelegten Zahlen? Wie gesagt, wir hatten diese Webinarreihe vor 2, 3 Monaten, wo ich dieses Setup DAX Open Range Breakout vorgestellt hatte und wo wir auch einen entsprechenden Test durchgefahren sind. Über ein damals festgelegtes Zeitintervall von X, weiß gar nicht mehr genau, wie viel es war. Und wir haben in diesem Zusammenhang dann dort gesehen, dass diese Herangehensweise auch mit diesem festgelegten CRV von 2 zu 1
in diesem Zeitfenster zumindest sehr, sehr profitabel war. Und ich kann das auch ausdehnen. Also das ist nicht nur bezogen auf den DAX, sondern man kann es eben zum Beispiel auch sehen auf den S&P 500. Auch da könnte ich ein Setup vorstellen. Auch im Devisenbereich gibt es einige Herangehensweisen, nicht nur beschränkt jetzt auf Euro-US-Dollar, sondern auch zum Beispiel Euro-Yen, British-Pfund-US-Dollar und dergleichen. Und das Schöne bei diesen Open-Range-Setups ist, oder Asia-Range-Setups im Falle der FX-Märkte. Das Schöne dabei ist, dass wir eben einen sehr einfach duplizierenden Handelsansatz haben, duplizierbaren Handelsansatz haben. Also das ist das Setup. Jetzt nochmal ganz kurz zu den Kernparametern. Die bestanden, wie wir uns von damals erinnern, aus drei Dingen, die wir festzustellen haben. Also wir definieren zunächst einmal eine Open Range im Zeitfenster. Definiere Open Range zwischen 8 Uhr, also 08:00 und 09:05 Uhr. So, da schauen wir uns dann entsprechend das Hoch und das Tief an. Das wird uns im MetaTrader hier, so, kurz einen Augenblick, so, zack, zack. Das wird uns hier abgenommen durch eben diesen Breakout-Indikator. Wer da übrigens Interesse hat, der schicke gerne eine Mail an den Nelson dann. Oder ich kann dann Nelson diese Mail mit dem Indikator zukommen lassen und er kann das dann entsprechend verteilen. Also den kann man sich auch frei runterladen, der ist frei verfügbar im Internet. Nichtsdestotrotz, manchmal ist das Problem bei diesen Indikatoren, dass man nicht so richtig weiß, macht er jetzt genau das, was er sollte. Also das, was jetzt an dieser Stelle ich ihn liefern lasse. Das heißt also, ich kann auf jeden Fall diesen Indikator ohne Probleme zuschicken lassen. Ja, und so, dieser Indikator, der definiert also das Hoch und das Tief dieser Range. Dann schauen wir, identifiziere, so nennen wir das mal, identifiziere Vorteil mittels 50er EMA auf 5 Minuten Basis. Heißt anders formuliert, schreiben wir mal so, heißt anders formuliert, wir handeln drüber. Klammer auf, Schlusskurs, das ist ganz wichtig vielleicht noch zu erwähnen. Wir sollten davor schreiben, 5 Min Schlusskurs. So. Dann Long. Alternativ, wir handeln drunter. 5 Min Schlusskurs. Doppelpunkt, Short. So. Und dann formuliere Setup. Ausgehend von der Open Range. Entry Long oder Entry Short. Bei Bruch aus in 1 definierter Range, dann, nachdem der Bruch erfolgt ist, platziere Stop ober beziehungsweise unterhalb, je nachdem, ob man eben Long oder Short ist, unterhalb der Range und dann Take Profit in zweifacher Distanz. Klammer auf. Ich nenne das jetzt mal 2R. Das heißt also, wenn die Range, wie gesagt, zum Beispiel 37,5 Punkte ist, multiplizieren wir das mit 2, sind bei 75 und addieren das eben entsprechend auf der Oberseite bei Long Setups drauf, beziehungsweise subtrahieren das auf der Unterseite für Short Setups eben. Und das war's. Sollte, das ist natürlich ganz wichtig, sollte, und das hatten wir deswegen die Smart Line, sollte das Setup, sollte Trade Sollte Trade, Moment, da ist ein S zu viel. Sollte Trade bis 21:50 Uhr MEZ nicht in SL oder TP gelaufen sein, dann nehme Trade manuell raus. Fertig. So, das sind also. Moment, da fehlt noch ein H und hier müssen wir noch das D und das A umdrehen. Das sind also die Aspe oder diese drei Punkte, die wir durchlaufen und das, was wir jetzt hier gerade eben schon bereits getan haben. Also wir sind offensichtlich, und ich zoome noch mal rein in den Chart, wir sind offensichtlich hier aus der Range auf der Oberseite rausgebrochen. Frage, die sich stellt, ist, warum Long? Nun, wir handeln oberhalb dieser blaufarbenen Linie. Das ist der 50er EMA, den kann man sich vorher auch schon in den Chart legen. Da ist der Schlusskurs hier, dieser 9:05 Kerze ist es an der Stelle schon bereits. Hier werden wir getriggert. Da wird die nächste Kerze entsprechend eröffnet. So, jetzt ist der Trade gefüllt und wir müssen eben schauen, ob der Trade aufgeht oder ob er entsprechend nicht aufgeht.
Und dass dieser Ansatz in der Tat profitabel ist, wie gesagt, das hatten wir in diesen Webinaren bereits gezeigt. Das Einzige, was dabei, und das macht diese Open-Range-Ansätze unfassbar schwierig handelbar, ausgeht nämlich von der Tatsache, dass das mental erstmal an erster Stelle schwer umsetzbar ist. Die Hit-Rate, also die Trefferquote dieser Ansätze, die liegt gemeinhin um die 45 bis 50%. Für das Zeitintervall, für welches wir hier den DAX-Ansatz dort damals getestet hatten in dieser Webinarreihe, war es so, dass die Trefferquote sogar nur bei 42% lag. Das heißt also, du liegst mehr als die Hälfte der Fälle auf jeden Fall falsch. Nichtsdestotrotz sorgt das vordefinierte CRV und dann, also das ist ja eine fiktive Größe, mit der wir jetzt erstmal arbeiten, dann ist eben durch diesen Ausstieg hier zum Beispiel, wo wir den Trade dann eben rausnehmen, sollte er nicht in den Take-Profit- oder Stop-Loss-Level gelaufen sein. Dadurch ergibt sich natürlich ein anderes Verhältnis. Ab und an sind die Verlierer ein bisschen kleiner, die Gewinner sind aber auch ein bisschen kleiner. Es ergibt sich alles in allem, beziehungsweise ergab sich ein Payoff-Ratio, also ein reales Verhältnis durchschnittlicher Gewinner zu durchschnittlichen Verlierern von 2 zu 1, Entschuldigung, von 1,57 zu 1. Von 1,57 zu 1. Und das kann man dann entsprechend in eine Formel eintragen. Also ich kann das ja mal ganz kurz hier niederschreiben, beziehungsweise mir fällt gerade auf, was ich auch machen kann und was vielleicht wieder so viel cooler ist. Wir können ja mal, einen Moment, dazu muss ich jetzt ganz kurz hier parallel die PowerPoint nochmal öffnen von damals. Die habe ich aber gleich hier offen. Einen Augenblick. Nehmen wir die Grafik einfach von damals. So, Moment. Wo haben wir sie? Zack, da ist er. Also, und zwar, ich hoffe aber jetzt, dass die groß genug ist. Naja, nicht so wirklich. Okay, also hier sieht man auf jeden Fall das reale Ergebnis. Also nicht nur, dass ich jetzt etwas erzähle und das stimmt alles gar nicht, sondern das ist wirklich auch entsprechend so getestet worden in der Tat. Und was man, wenn man jetzt hier ganz, 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 ganz genau hinschaut, sehen würde, ist eben dort dann eben die Anzahl dieser getätigten Trades, 225. Wir sehen auch dort, da ganz genau hinschaut, diese Trefferquote von 41,78%, sogar ganz genau. Also ich habe es aufgerundet auf 42. Und wir sehen dann hier auch das Payoff-Ratio, nämlich sich ergebend aus dem durchschnittlichen Gewinn von 157,07 € und einem durchschnittlichen Verlust-Trade von dort 99,70 €. Und wenn man diese Erkenntnisse dann in eine Formel einträgt, rund um den Erwartungswert, dann ergibt sich Erwartungswert, der sich ja per Definition ergibt aus der durchschnittlichen TQ, also Trefferquote, multipliziert mit, Entschuldigung, durchschnittlicher Gewinn, multipliziert mit der Trefferquote, durchschnittlicher Gewinn, multipliziert mit der TQ, so. Und davon ziehen wir dann ab, den durchschnittlichen Verlust. Das kopieren wir in dem Zusammenhang einfach mal. So, durchschnittlicher Verlust und die Verlustquote. Durchschnittlicher Verlust. Und hier machen wir ein VQ draus. Und wenn der Erwartungswert größer 0 ist, dann verdiene ich mit meinem Trading Geld. Also dann habe ich in der Vergangenheit mit meinem Trading Geld verdient. Und wenn ich es dann schaffe, diese entsprechenden Parameter hier zu stabilisieren, dann ist das ein profitabler Handelsansatz. Und wenn wir dann das eingeben, dann haben wir hier den EW abgekürzt mit dem durchschnittlichen Gewinn multipliziert von 157 durch 99,70. Auch da runde ich jetzt mal auf, dann kommen wir bei 1,57 zu 1 raus. Damit haben wir eine von Eurobeträgen unabhängige Zahl, mit der wir hier arbeiten können. Die können wir dann beliebig skalieren. Das multiplizieren wir mit 42%. Das ist 0,42. Ich schreibe jetzt aber trotzdem mal 42% hier hin. Dann haben wir einen durchschnittlichen Verlust mit 1, weil das Verhältnis ja 1,57 zu 1 ist, das Payoff-Ratio. Und dann multiplizieren wir das eben mit den 58%. Und dann erhalten wir hier ein Ergebnis von gleich 0,08. Das heißt also anders formuliert, ich mache das mal so, machen wir mal fett, rot und mittig. So, das heißt also, dass wir pro riskiertem Euro erwarten dürfen mit diesem Ansatz, wenn wir diese Parameter hier stabilisieren, die wir reingesteckt haben, dass wir im Schnitt eben 8 Cent pro riskiertem Euro verdienen. Jetzt haben wir gesehen, 75 Euro riskiert. Ja, um das jetzt mal gleich auf die Situation hier anzuwenden. Also 75 Euro riskiert bei diesem Erwartungswert bedeutet das im Endeffekt, dass wir
pro Trade erwarten dürfen, 6 Euro zu verdienen. Das ist eine ganz interessante Herangehensweise, weil es sorgt manchmal dafür, dass eben einige sagen, na Moment mal, ich riskiere doch nicht 1 Euro, um nur 8 Cent zu verdienen. Das darf man nicht verwechseln. Also wir reden hier nicht von dem Payoff-Ratio, welches ja schon zeigt, dass das Verhältnis größer 1 ist, sondern wir reden hier von dem durchschnittlich zu erwartenden Ergebnis pro Trade, unabhängig davon, ob es ein Gewinner oder ein Verlierer ist. Das ist zum Beispiel jetzt auch der Grund, weswegen ich ganz entspannt damit sein kann und bin, wenn eben das hier zu einem Verlusttrade kommt. Ich weiß sowieso, dass ich in der Hälfte der Fälle und mehr auf der falschen Seite liege. Natürlich gelingt es mir, und das muss auch dann das Ziel sein. Wir präsentieren hier natürlich nur eine Basisstrategie. Das Ziel des Tradings ist natürlich, diesen Erwartungswert zu optimieren. Das heißt, im Schnitt natürlich zu versuchen, nicht nur 8 Cent pro riskierten Euro zu verdienen, sondern möglichst 10 Cent, 12 Cent. Ein Euro pro, es geht um Euro. Also das heißt, diesen Erwartungswert immer weiter zu steigern, denn das ist dann gleichbedeutend mit der Aussage, ich werde profitabler in meinem Trading. Nichtsdestotrotz ist es natürlich aus rein mentalen Gesichtspunkten ein unglaublicher Vorteil, zu wissen, was ich erwarten darf und auch zu wissen, dass ich eben mit einem positiven Erwartungswert, also profitabel am Markt agiere. Und genau das ist eben der Grund, weswegen ich jetzt hier zum Beispiel ebenfalls sage, selbst wenn der Trade ein Verlust wird auf dem Papier und ich Geld verliere, habe ich ausgehend von der Handelsansatz-Herangehensweise eigentlich Geld verdient, weil ich habe mit einem profitablen Setup gehandelt. Das ist eine Herangehensweise, die sieht für den einen oder anderen Außenstehenden jetzt erstmal sehr willkürlich aus. Der sagt dann nämlich, naja, dann redest du dir das aber ganz schön schön, dass der Trade ein Verlust war. Ein Verlust ist niemals schön. Aber genau das ist das, was eben den professionellen Trader vom Amateur-Trader tatsächlich dann unterscheidet. Der professionelle Trader, der hat eine ganz andere Denkherangehensweise ans Trading selbst und der denkt in Wahrscheinlichkeiten. Und nur, und das ist das, was wir über Jahre hinweg eingeschliffen haben, nur weil eben ein Ergebnis im ersten Moment negativ aufploppt, heißt das nicht, dass das eine schlechte Entscheidung war. Dazu gibt es ein sehr, sehr interessantes Buch übrigens, das ist jetzt vor kurzem veröffentlicht worden von einer ehemaligen oder immer noch professionellen Pokerspielerin, die heißt Annie Duke. Die hat das sehr, sehr schön aufbereitet, wenn auch die Rezensionen bei Amazon sind jetzt nicht so phänomenal. Und ich muss auch sagen, für jemanden, der sich damit seit Jahren beschäftigt und darauf basierend Entscheidungen trifft, liefert das Buch jetzt als solches keinen wirklichen Mehrwert. Nichtsdestotrotz finde ich es dennoch einfach lobenswert, dass sie das eben so herausstellt. Und falls jemand so eine, ich sag mal, Poker-Affinität hat, dann kennt man das vielleicht auch. Es gibt ja diese Poker-Variante Hold'em und man weiß ja, wer sich damit so ein bisschen beschäftigt hat, dass die beste Starthand, die man bekommen kann, zwei Asse sind, die einem ausgeteilt werden. Also das sind dann die sogenannten Hold-Cards. Das sind die zwei Karten, die man dann vor sich liegen hat. Und wenn jetzt in diesem Moment, wo ich diese zwei Asse vor mir liegen habe, eine sogenannte All-In-Situation entsteht, also ich gegen irgendjemanden beliebigen spiele, mit einem beliebigen Paar, was der in seinen zwei Karten hat, dann habe ich eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit, diese Hand zu gewinnen. Das passiert nicht selten allerdings, dass der Mensch, und das kann man dann auch, vielleicht hat der ein oder andere mal so eine kleine Pokerrunde schon hinter sich gebracht, das führt dann zu emotionalsten Ausbrüchen, ja, wenn dann die zwei Karten umgedreht werden und derjenige welche mit den zwei Assen diese Hand verliert. Es kann ja durchaus sein, dass der andere, weiß ich nicht, König, Dame hat und dann kommen 10 Bube und noch ein Ass, ja, und dann hat er plötzlich eine Straße und schlägt meinen Drilling, weil ich habe ja dann zwei Asse und noch das Ass auf dem Board und demnach habe ich die Hand aber trotzdem verloren und das führt dann ja dazu, wow, das geht doch nicht und das ist so schlecht und ich bin noch so nahezu 100% hier vorne, aber genau, das ist das klitzekleine Wort nahezu. Es sind eben nur 80%, denn 8 von 10 Fällen, statistisch betrachtet, verdiene ich oder gewinne ich die Hand. Das heißt nicht, dass ich in 10 von 10 also immer gewinne. Und genau dieses Denken sorgt dafür, dass zum Beispiel auch der Profi diese Hand sicherlich als schmerzhaft empfindet. Also es ist absolut absurd. Das ist auch etwas, was ich zum Beispiel in meinem Buch herausstelle, davon auszugehen, dass professionelle Trader vollkommen emotionslos sind. Und keinerlei Gefühlsschwankungen beim Trading unterliegen. Nichtsdestotrotz, es gibt halt positive und es gibt negative Emotionen. Und diese positiven Emotionen gilt es halt zu verstärken, während es eben die negativen Emotionen gilt, in den Griff zu bekommen und eben klein zu halten, beziehungsweise kleiner zu machen. Technik anzuwenden, wie das Induzieren rationalen Denkens zum Beispiel und so weiter. Und
Kommen wir zurück zu dem professionellen Ansatz. Der sieht eben die Hand und er würde die Hand immer wieder so spielen. Ob er die Hand jetzt die eine verloren hat oder nicht, er weiß, er hat einen positiven Erwartungswert. Und ausgehend von diesem positiven Erwartungswert trifft er die Entscheidung eben. Und das kann man eins zu eins perfekt aufs Trading und auf das Handeln dieses Ansatzes eben anwenden. Also es ist nicht so, dass ich mich nicht erst ärgern würde, wenn der Trade ausgestoppt wird. Und das passiert mir offensichtlich relativ häufig. Ja? Oder ich will dazu eine andere Geschichte vielleicht aus der Vergangenheit erzählen, aus der letzten Woche interessanterweise erzählen. Ich habe einen Ansatz, den ich identisch hier fahre. Der ist im Devisenbereich und ich hatte jetzt sechs oder sieben Verlusttrades in Folge mit diesem Ansatz. Das ist etwas, was äußerst schmerzhaft ist. Also wir reden dann von Geld, was ich verliere, sechs, sieben Verlusttrades in Folge bei einer Handelsherangehensweise von oder die einen positiven Erwartungswert verspricht, wo ich aber auch zum Beispiel weiß, dass solche Verlustserien vollkommen normal sind eben tatsächlich. Hat nicht dazu geführt, dass ich jetzt in irgendeiner Form von dem Handelsansatz abgewichen bin, sondern ich habe ihn weitergehandelt. Ich weiß einfach, es ist ein positiver Erwartungswert. Nicht, dass es mir leicht fiele oder nicht, dass ich nicht Schmerzen verspüren würde, wenn ich diesen Trade eingehe und gleich das mit einem schlechten Gefühl versehe. Der Trade wird gestern Morgen getriggert. Und ich denke mir, Mott, jetzt kommt der achte in Folge. Ne? Das ist tatsächlich ganz und gar nicht der Fall gewesen, sondern Trade, der hat sogar dann das Take-Profit-Level erreicht, hat diese Serie gebrochen und ich konnte für einige der Verluste der jüngeren Vergangenheit das verlorene Geld wieder aufholen. Aber genau das ist eben der ganz, ganz wichtige, entscheidende Aspekt. Du musst jederzeit dir darüber im Klaren sein, was du eigentlich tust. Und da trennt sich dann bereits die Spreu vom Weizen. Und das ist dann eigentlich auch so ein bisschen die perfekte Überleitung zu diesem Monte Carlo Simulator, den ich ganz kurz mal dann vorführen möchte. Für weitere Details, weil wir einfach noch zu viel haben. Auch ich denke auch diese Pattern, diese zwei Setups aus saisonaler Perspektive für den DAX und für dann auch den Nasdaq zum Beispiel, der gestern unter den 50er EMA gefallen ist, die sind einfach zu interessant. Die sind einfach zu interessant, um sie jetzt einfach hinten runterfallen zu lassen. Deswegen, ich reiße es nur kurz an, gebe die URL, das ist trader-dasbuch.de, Monte Carlo Simulation. Wer damit im Anschluss noch spielen möchte, der schaut sich einfach die Aufzeichnung dieses Webinars an. Dann hat er hier nochmal die Kernzahlen. Du kannst sie auch gleich auch aufschreiben. Also, wir hatten einen durchschnittlichen Gewinn von 1,57. Wir hatten eine Trefferquote von 42%. Wir hatten einen durchschnittlichen Verlust von 1 und wir hatten eine Verlustquote hier von zu 58%. Und diese Zahlen reichen schon bereits aus, denn dann kannst du die hier in diesem Monte Carlo Simulator einfach mal eintippen. Startkapital von 10.000 Euro. Wir simulieren 500 Trades. Eine Gewinnchance, hatten wir gesagt, 42%. 15 Simulationsdurchläufe sind 15 verschiedene Kurven, die ich mir erstellen lasse. Payoff Ratio 1,57 zu 1. Und wir riskieren einfach 1% pro Trade. Und können die Simulation starten und bekommen jetzt also 15 verschiedene Simulationsergebnisse eben entsprechend. Und wir sehen, dass ganz offensichtlich ist eine Durchschnittskurve, das ist die weiße hier, das ist das Durchschnittsergebnis, das wird dann unten hier auch aufgeführt, die Durchschnittsperformance dieses Ansatzes, das ist ungefähr von 200, ja, 250 Handelstage im Jahr, wenn wir das an jedem Tag traden, kann man durchaus ausgehen, dann haben wir hier einen Simulationszeitraum von nahezu 2 Jahren ungefähr. Und was man hier sieht, zum Beispiel auch der Erwartungswert, sind diese 8 Cent, die ich gerade eben auch hier ausgerechnet hatte. Also diese Formel, die scheint offensichtlich hier zumindest zu stimmen. Und dann habe ich einfach die Möglichkeit, zum Beispiel auch mich mental darauf vorzubereiten, was ich erwarten kann. Maximale Anzahl von Verlusten, die entstehen können. Hier, maximal folgende Anzahl von Verlierern sind 12. Maximale Anzahl von Gewinnern sind aber auch zum Beispiel 11. Also weil die Trefferquote um die 50% liegt. Du hast nicht nur negative Läufe, du hast auch positive. Ja, da kannst du dich ausgehend hiervon sehr, sehr gut darauf vorbereiten. Du kannst auch hier zum Beispiel, das ist einer der Gründe, weswegen diese Handelsansätze immer so ein bisschen kritisch betrachtet werden. Du hast einen größten maximalen Drawdown bei 1% Risiko von 33%. Das ist für einen professionell agierenden Trader eigentlich zu viel. Also jeder, der professionell agiert oder damit ich ihn als professionell agierenden Trader wahrnehme. Das ist nur eine persönliche Handhabe, aber jeder, der professionell tradet, ja, der sollte sowohl für sich selbst auf seinem privat gehandelten Konto als erst recht, wenn es um Fremdkapital geht, Managed Accounts zum Beispiel und dergleichen, eine maximale Verlustschwelle von 25% haben. Und das ist schon viel. Das ist schon enorm hoch. Das ist das Worst-Case-Szenario. Also Drawdowns, die sollten sich im Bereich zwischen 10 bis 15% abspielen. Jetzt sagt man natürlich, okay, welche Möglichkeiten habe ich? Relativ einfach. Und da ist die Simulation natürlich hier super. Ich kann zum Beispiel eben das Risiko pro Trade reduziert, was die einzige Möglichkeit ist, um dann Einfluss auf diesen maximalen Drawdown zu nehmen. Und was man eben dann auch hier erklären kann, ist zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal die Simulation starten, was wir machen wollen,
Ja, das ist eine Möglichkeit. Es gibt aber auch andere. Zum Beispiel, jetzt wären es nur noch 9 maximale Gewinner und plötzlich 14. Und wir sehen auch übrigens hier, es gibt einen Ansatz, der ist über 2 Jahre immer noch unter Wasser, obwohl er einen positiven Erwartungswert hat. Wir sehen auch, dass der maximale Drawdown sich oberhalb von 30% stabilisiert. Also, wir wollen jetzt mal hier mit 0,5 zum Beispiel arbeiten, also einem halben Prozent Risiko, und werden sofort erkennen, wir ändern zwar nichts an der maximalen Anzahl folgender Verluste, denn die Parameter und die Trefferquote bleibt hier identisch, aber der größte maximale Drawdown, der geht schon mal deutlich zurück auf 18,4%. Auch das, ich hatte gerade gesagt, zwischen 10 und 15% ist der jetzt, da wird jetzt der Finger hochgehen und sagen, Moment mal, 10 bis 15, dann sind wir aber selbst mal 0,5% noch bei zu viel. Genau das ist dann etwas, wo wir sagen sollten, wir handeln eben nicht nur eine Strategie in einem Portfolio, sondern wir handeln eventuell diverse. Balancieren die dann entsprechend aus mit jeweiligen Gewichten, die wir vorsetzen können, und haben dann eben erreichen auf der, nicht auf der einen Seite, sondern insgesamt eine sogenannte Glättung der Kapitalkurve. Das heißt also, wir schaffen es, auch die Drawdowns kleiner zu gestalten, dadurch, dass wir eben Handelsstrategien haben, die hier dann als Gegengewicht fungieren. Wo ich dann hier einen Verlust erleide, gibt es eine andere Strategie, die diesen Verlust kompensiert. Und alles in allem sorgt das für eine Glättung und eine aufstrebende, anziehende Kapitalkurve. Das ist eigentlich ein super spannendes Thema, findet sich aber dann, gehen wir nochmal auf die Hauptseite, in dem Buch eben hier, nur in einem ganz kleinen Nebenkapitel gegen Ende, wo ich das so mit einfließen lasse, wo ich mir aber vielleicht auch so ein bisschen die Hintertür auflasse, falls der Finanzbuchverlag wieder zu mir kommt und sagt, Jens, das zweite Buch war auch ein Erfolg, was hältst du von dem dritten? Dann hätte ich da zumindest schon mal einen Ansatzpunkt, wo man dann sich nochmal detaillierter widmen könnte. Aber das einfach nur mal jetzt so, wie man eben hier sehr, sehr schön mit solchen Monte-Carlo-Simulationen, wenn es gelingt, diese historischen Komponenten zu stabilisieren, sich einen sehr guten Eindruck verschaffen kann. Was kann ich, was darf ich erwarten? Und vor allem, was das auch mit mir aus mentaler Sicht macht. Also nicht nur, dass ich mir sage, ich habe einen positiven Erwartungswert, sondern ich habe eben dann auch die Möglichkeit, mal zu gucken, sind solche Verlustserien von 10, 15 Trades Verlusten in Folge, sind die normal oder sind sie es eben nicht? So, das also im Zusammenhang hier. Wir gehen noch mal ganz kurz zurück auf den DAX und gucken mal. Sehr choppy. Sicherlich alles andere als optimal eben, was wir hier zu sehen bekommen. Nichtsdestotrotz, wir sind nicht ausgestoppt worden und handeln jetzt wieder leicht fast bei plus minus null. Gucken, wo wir uns denn in den kommenden 30 Minuten hin entwickeln. Es wäre übrigens nach den Verlusten von gestern meiner Meinung nach jetzt keine große Überraschung, wenn wir neben dieser Korrekturbewegung, die ich gerade hier ausgehend von der Stunde gezeichnet hatte, ja, den möglichen Push zurück über das 12.000er Level, es wäre jetzt auch nicht unbedingt groß überraschend, wenn wir heute erstmal nur seitwärts auskonsolidieren. Das bekommen wir sehr häufig zu sehen, nachdem der Markt stark in eine Richtung am Vortag getrendet ist, sei es auf der Ober-, sei es auf der Unterseite. Es kommt sehr selten zu diesen klassischen, sehr aggressiven Retracements, auf die auch gerne Privatanleger spekulieren übrigens. Dann diese sogenannte Regression. Es kommt nicht häufig vor, oder zumindest mal, es kommt vor, ja, nichtsdestotrotz, es hat sich in der Vergangenheit als nicht so häufig herauskristallisiert, nämlich, dass es so ist, dass dann es eher zu einer Konsolidierung, entweder auf hohem Niveau nach einem starken Aufwärtstag oder einer Konsolidierung auf niedrigen Niveau nach einem starken Abwärtstag kommt und dann sich vielleicht in den Folgetagen eine kleine Gegenbewegung anstrebt oder angesetzt wird, die aber alles in allem dennoch als verhältnismäßig RC bezeichnet werden kann. Also wirklich dynamisch. Ich zeichne das mal kurz ein, was ich meine. Verleihe dem mal vielleicht so ein bisschen, auch wenn das jetzt nur ein Beispiel ist, aber das zeigt es vielleicht relativ gut. Also wir haben eine Struktur fallender Hochs, fallender Tiefs, etabliert über den Vortag, so, sehr starker Intraday-Trend und dann kommt der nächste Handelstag. Und es ist ja nicht selten, dass wir eben so eine Bewegung zu sehen bekommen. Über den folgenden Tag, vielleicht ein kurzer Spike nach oben, dann geht es aber wieder nach unten, vielleicht immer die Tiefs angelaufen und alles in allem ist das eine sehr zähe Darstellung. Und erst am Folgetag kommt es dann entweder zum stärkeren Push nach oben, gut, jetzt so nicht unbedingt, sondern eher so, oder eben nochmal zu einer Fortführung nach einer bärischen Konsolidierung auf der Unterseite. Aber sehr selten ist es so, dass wir, oh, nee, 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 das war zu viel. Sehr selten ist es so, dass wir nach solch einem starken Downtag dann eben solch eine scharfe Gegenbewegung zu sehen bekommen. Sie kommen vor, ja, nichtsdestotrotz. Das, was ich gerade initial gezeichnet habe, ist in der Mehrzahl der Fälle anzutreffen. Und das ist eben etwas, was natürlich Berücksichtigung finden sollte. Und weswegen ich dann auch zum Beispiel heute hier es recht gut finde, in Anführungsstrichen, oder warum ich es absolut bevorzuge, mit einem vorgefertigten Chance-Risiko-Verhältnis zu arbeiten, weil ich nämlich nicht davon ausgehe, dass wir dann hier jetzt die riesen Gegenbewegung starten, die uns dann plötzlich 300 Punkte wieder auf der Oberseite performen lässt und dass es zum super starken Intraday-Trendtag kommt.
So, das also nochmal ganz kurz in diesem Zusammenhang. Jetzt wollen wir uns natürlich mal kurz hier dem Umstand widmen. Was ist denn da gestern eigentlich passiert? Wo kam dieser Absprung her? Beziehungsweise, wo hatte sich das auch schon eigentlich in den Vortagen abgezeichnet? Auch am Freitag, am vergangenen, rund um die Non-Farm Payrolls, haben wir feststellen müssen, dass da ein sehr starker Druck auf der Unterseite vorherrschte. Und ich, wir gehen mal vielleicht auf die Stunde, da kann man es noch besser erkennen. Und ich habe mich zunächst mal damit sehr schwer getan, einen direkten Bezug herzustellen zu den Entwicklungen rund um Italien. Also nämlich ausgehend von dem Haushaltsdefizit oder auch dann, nachdem Italien mit Verzögerung, und da sind wir dann in der Vorwoche schon bereits übrigens, also Italien, wir erinnern uns, war oder ist negativ aufgefallen, ja, schön diplomatisch formuliert, und zwar dahingehend, dass sie ein Budget vorgeschlagen haben für eine Neuverschuldung, einen Haushalt vorgeschlagen haben, ein Haushaltsdefizit von 2,4% zum italienischen Bruttoinlandsprodukt. Wir wissen, dass Brüssel eine Vorgabe hat von 2%, die auch sehr gerne eingehalten wird, besonders von solchen nicht ganz so vorbildlichen Schuldenschülern, so nenne ich sie jetzt mal, wie Italien, die ja bekanntlich nach Griechenland das höchste die höchste Verschuldung prozentual in Bezug aufs BIP gerechnet in der Eurozone haben nach Griechenland. Wirtschaftsleistungstechnisch sogar hinter Griechenland noch zurückstehen. Und dort ist es dann eben so, dass man da sehr ungern noch weiteres Öl ins Feuer gießen möchte und eine höhere Verschuldung, Neuverschuldung eben zulassen möchte. Nun ist es allerdings so, dass es in Italien ja bereits im April einige Turbulenzen gab, so sage ich mal, und zwar hinsichtlich der Regierungsbildung dort. Es gab einen deutlichen Rechtsruck mit der Lega und der Fünf-Sterne-Movimento. Jetzt ist es in diesem Zusammenhang dann eben so, die haben einige, ja, auch sehr offensive, teilweise populistische Wahlversprechen gemacht. Bürgereinkommen beispielsweise, Steuererleichterungen. Und das muss finanziert werden. Das Geld dafür, das fällt nicht einfach vom Himmel. Das macht sich im Wahlkampf sehr gut, aber du solltest dann auch früher oder später mal vielleicht deine Wahlversprechen entsprechend in die Tat umsetzen. So sage ich jetzt mal ein bisschen plumper formuliert. Und genau so plant eben dann jetzt dieses Bündnis aus Lega und Cinque Stelle, versucht eben, diese Finanzierung durch eine höhere Nullverschuldung auf den Weg zu bringen. So, jetzt muss man mal abwarten, wie sich Brüssel diesbezüglich positioniert. Es gibt so den einen oder anderen doch Grund, da skeptisch zu sein, ob Brüssel das im ersten Ansatz jetzt durchwinkt. Fakt ist auf jeden Fall, gestern ein Teil dieser Abschläge, die sich hier im DAX dargeboten haben, war darauf zurückzuführen, was dort rund um Italien über den Ticker lief. Das hatte hier zum einen, das ist eine Grafik von Jamie McGeever, das ist ein Reuters-Journalist, habe ich bei Twitter geretweetet, findet man also auch in meinem Twitter-Feed hier. Der hat auf etwas hingewiesen, was erstmal jetzt das Resultat ist und was dann auch die Erklärung für die gestrigen Abschläge zeigt, und zwar nicht nur im DAX, sondern eben auch im italienischen Aktienmarkt und auch die Abschläge in Anleihekursen dort im italienischen Bondmarkt. Es ist so, dass ausländische Investoren aktuell Bonds aus der Eurozone, also nicht nur auf Italien bezogen, sondern generell auch deutsche Bonds zum Beispiel, hier mit der fastest rate, was heißt denn das auf Deutsch, mit der größten Dynamik von mir aus abstoßen, wie zuletzt in 2014 gesehen. Und die Hälfte eben, wenn man sich das anschaut, oder nicht die Hälfte, Verzeihung, und italienische Bonds werden eben aggressivst verkauft, oder so aggressiv verkauft wie seit 2011, seit dem Hochpunkt der europäischen Finanzkrise nicht mehr. Also das kann man, wenn man dann auf diese Charts klickt, der relativ gut hier erkennen. Wir sehen es eben, Foreigners offload their positions in European debt at rapid pace. Das heißt also, was wir hier zu sehen bekommen, ist auf jeden Fall ein Grund, sehr skeptisch für den weiteren Verlauf auch des Euros generell zu sein. Gleich mal im Hinblick auch auf den geschaut, weil nämlich ganz offensichtlich ausländische Investoren hier eine Entwicklung ausmachen, die jetzt eigentlich sich abzeichnet und die man relativ gut eigentlich auch erwarten könnte. Nochmal zurückkommt auf Italien nämlich, bevor wir uns dann weiteren Details hier noch widmen wollen. Es ist nämlich so, dass man da jetzt aktuell sicherlich ein bisschen skeptisch ist. Nichtsdestotrotz, es könnte sich oder es wird sich wahrscheinlich ein Deal abzeichnen. Und der deutet sich bereits dahingehend an, dass man nämlich sagt, ihr dürft euch in 2019 mit 2,4% des BIPs verschulden, dann aber in 2020 mit 2,2 und in 2021 nur noch mit 2% und erfüllt damit unsere Zielvorgabe für die Neuverschuldung in Relation zum BIP. Das Spannende dabei ist, dass wir solch ein Sparen
in eine potenzielle Krise hinein schon mal in Griechenland gesehen haben und das ist nicht gut ausgegangen. Denn warum Krise? Wir haben diverse Gründe, sehr skeptisch zu sein bezüglich der weiteren Wirtschaftsentwicklung in der Europäischen Union. Warum? Nun, wir haben die Brexit-Verhandlungen, die sich deutlich zäher darstellen, als der eine oder andere sich das vielleicht jetzt eingestehen möchte. Ja, besonders muss man hier rückblickend auch mal schauen auf die sehr intensiven Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und Deutschland. Deutschland ist das Zugpferd hinsichtlich wirtschaftlicher Sicht oder aus wirtschaftlicher Sicht für die gesamte Eurozone. Sollte es hier zu einer unvorteilhaften Einigung kommen, würde die deutsche Wirtschaft von dieser ganz besonders getroffen werden und das würde zwangsläufig auf die europäische Wirtschaft durchschlagen. Ja, auch Großbritannien würde davon sicherlich schwer getroffen. Nichtsdestotrotz ein harter Brexit, ein Nicht-Einigen auf einen vorteilhaften Deal aus handelstechnischer Sicht ist etwas, was auch und ganz besonders Deutschland übel trifft. Deswegen finde ich auch diese einigen ja, provokanten Formulierungen deutscher Politiker besonders in Bezug auf eben Großbritannien, auf den Brexit. Es gibt kein Cherry-Picking, also dass man sich hier die Rosinen raussuchen kann und sonst dergleichen, finde ich ziemlich grenzwertig, weil entweder wissen die nicht, was sie tun, ja, und was sie dort kommunizieren, oder aber sie wissen es. Dann stellt sich schon die Frage, weswegen man dort so aggressiv gegen eine auch für Deutschland günstige Lösung pusht, ja, also in Bezug auf einen dann harten Brexit beziehungsweise auf einen Soft Brexit. So, also Brexit ist ein Thema. Wirtschaftlicher Abschwung infolgedessen ist durchaus in Betracht zu ziehen. Handelskonflikte mit den USA, schwelender Handelskonflikt, nicht nur mit der Europäischen Union, auch zwischen den USA und China, welche dann natürlich ebenfalls auf Europa aus- oder überschwappen würden. Wir haben eine EZB, die ab 2019 Januar keine Anleihen mehr aufkaufen wird. Übrigens auch ein Kommentar gestern vom italienischen Premier, da war nicht der Premier, da war es der Premier, Savona, ist der Premier in Italien, weiß ich gar nicht. Also vielleicht weiß es der eine oder andere, schreibt das bitte in die Chatbox. Auf jeden Fall sagte der gestern, dass er sehr zuversichtlich ist, dass, falls es nötig würde, Mario Draghi eben hier eine Maßgabe schon finden wird, die dort einen Kollaps auch des italienischen Bondmarkts nach sich zieht. Einziges Problem ist, die EZB hat derzeit einen geldpolitischen Kurs eingeschlagen, der kaum mehr irreversibel ist, jetzt mit der Rückführung der Anleiheaufkäufe. Und selbst wenn man nochmal aggressiv die Anleiheaufkäufe nach oben fahren würde, hat man ja in der jüngeren Vergangenheit gesehen, das hat jetzt nicht besonders viel gebracht. Also das heißt, in Bezug auf die Beruhigung der Bondmärkte, eventuell ja, wenn man sich die Renditen zehnjähriger italienischer, spanischer, portugiesischer und so weiter Bonds anschaut, dann mit Sicherheit kann man davon sprechen. Nichtsdestotrotz hat sich die wirtschaftliche Situation dieser Länder nicht dramatisch verbessert. Das muss man eben auch ganz klar sagen. Der einzige Grund, warum beispielsweise Italien noch solvent ist, hat nur damit zu tun, weil die EZB eben den Zinsmarkt nach unten manipuliert. Und vor allem, man stelle sich vor, was das für eine Richtung wäre, die man dort einschlagen würde, wenn man im Grunde genommen populistischen, rechtskonservativen Parteien auf diesem Wege im Grunde genommen einen Freifahrtschein ausstellen würde und sagen würde, na, ihr könnt so viel fordern, wie ihr wollt. Wenn hier es zum Clash der Titanen kommt und die Marktteilnehmer, also dann die globalen Finanzmärkte, das jeweilige Land, welches es betrifft, in dem Fall Italien, eben abstraft und dann die Bonds, die Spike, die Zinsen dieser Bondmärkte, dieser Anleihemärkte nach oben spritzen. Na gut, dann kommt eben die EZB mit dem großen Feuerwehrschlauch liquidiert dieses Problem einfach durch aggressives Aufkaufen der Anleihen des betroffenen Landes eben, kauft diese Bonds auf und drückt die Zinsen dann wieder in den entsprechenden Bereich, der für die Solvenz des jeweils betroffenen Landes eben beiträgt. Also ich glaube nicht, dass man sich darauf verlassen sollte. Und das ist ein ziemlich, also ich finde, es ist ein ziemlich heftiges Statement, ehrlich gesagt, weil man auch sieht, wie gewillt die italienische Regierung ist, offensichtlich hier all in gegen Brüssel zu gehen und ein entsprechendes Spardiktat, was einem aus Brüssel wieder aufdoktriniert wird. Das ist also eine durchaus sehr, sehr interessante Entwicklung, also jetzt erstmal rein politischer und auch aus wirtschaftlicher Sicht. Und es zeigt sich eben auch, dass ausländische Investoren das alles andere als positiv erachten und das resultiert dann entsprechend hier in diesen massiven Kapitalausflüssen aus eben dem gesamten europäischen Anleihebereich. Und das Gleiche sehen wir eben dann auch hier. Eben in Bezug auf Italien, da verkauft man die Bonds so aggressiv wie in 2011 nicht mehr. Und genau all das in Kombination sorgt eben für diesen massiven Abschlag jetzt auch im Aktienmarkt. Wir haben auch gestern massive Turbulenzen eben im italienischen Aktienmarkt gesehen. Hier Olga Cepez ist auch ein definitiver Follow bei Twitter.
Und zwar, der verweist hier auf den FTSE Italy Bank Index. Der ist gestern 4% eben gefallen. Und eben auch die Zinsen zehnjähriger italienischer Bonds, die auf über 3,5% angestiegen sind. Das ist das erste Mal seit dem Februar 2014. Und diese Entwicklungen sind aber wiederum etwas, wo ich mir dann auch sage, die Situation ist schon sehr angespannt. Schwierig jetzt vorstellbar, dass sich die Situation hier noch weiter eskalierend darstellt, dass es nicht eventuell erstmal zu einer zumindest Verschnaufpause kommt. Das ist etwas, was man auf jeden Fall in Betracht ziehen sollte, eben auch, weil die Entscheidung Brüssels, soweit ich jetzt es gelesen habe, wohl erst am kommenden Wochenende stattfinden soll. Und das ist eben etwas, was mich grundsätzlich für den DAX gar nicht mal so unvorteilhaft oder wenig positiv werden lässt, wo ich mir sage, eine Gegenbewegung über die 12.000er-Marke scheint mir durchaus denkbar. Wir sehen auch nach unten einen sehr extensierten Modus. Und wenn man das kombiniert, dann muss ich sagen, scheint eine Gegenbewegung, wie gesagt, absolut ernstzunehmende Option. Auf der Kehrseite allerdings auch. Wir sind weit davon entfernt, hier eine Entspannung auszurufen. Das ist der DAX jetzt auf Tagesbasis. Wir handeln deutlich unterhalb der 200-Tage-Linie. Das ist ein klares Indiz, dass eigentlich weitere Schwäche zu erwarten ist. Und ich gehe auch davon aus, dass es auf der Unterseite noch nicht war. Also derzeit hat sich zwar der Bereich um 11.880 bis 11.900 Punkte als gute, solide Unterstützung herauskristallisiert. Nichtsdestotrotz, ein Test der Jahrestiefs scheint denkbar. Jetzt wird es allerdings interessant. Im Zeitfenster vom 9.10. bis zum im Moment 18.10. ist es so gewesen, und das kopiere ich jetzt mal ganz kurz hier, ist es so gewesen, das können wir da auf den nächsten Bogen machen, zack, ist es so gewesen, dass der DAX sich in den letzten 16 Jahren, in 12 dieser 16 Jahre, also mit Trefferquote von 75%, 12 von 16, bei einem maximalen Drawdown von 181,5 Punkten, die der DAX gegen dann den jeweiligen Trader gelaufen ist, positiv präsentiert hat. Was meine ich damit? Nun, das bedeutet etwas anders formuliert, dass wir heute in ein saisonales Pattern laufen, welches in den kommenden 9 Tagen bis zum 18.10., also bis kommende Woche Donnerstag, auf jeden Fall die Long-Seite im DAX favorisiert. Ein ähnliches Bild zeigt sich übrigens auch im Nasdaq, ebenfalls vom 9., noch ein bisschen länger sogar. Moment. Und zwar hier. Das sind jetzt nur die statistischen oder die Kernparameter dieser Herangehensweise. Ja, Setup haben wir jetzt da noch nicht formuliert, ist aber auf jeden Fall was, was man berücksichtigen sollte. Wie gesagt, es könnte durchaus sein, dass heute der Beginn einer einsetzenden Gegenbewegung im DAX ist, weswegen ich mich auf der Long-Seite nicht so unwohl fühle. Und das Gleiche gilt auch im Nasdaq zum Beispiel, der ja ebenfalls einen schärferen Rücksetzer gesehen hat, durch auch dort anziehende Zinsen. Da gibt es andere Gründe für die anziehenden Zinsen. Nichtsdestotrotz, durch den hohen Hebeleinsatz, Fremdkapitaleinsatz an der NYSE, ist das auf jeden Fall etwas, was Berücksichtigung finden sollte. Der Technologiesektor hat durchaus das Potenzial, früher oder später mal einen Top auszubilden. Ja, das gilt besonders für den sogenannten FAANG-Sektor, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google oder heute Alphabet. Da sind wir eben nichtsdestotrotz, trotz dieser nicht positiven Aussicht, dennoch auch jetzt ab dem heutigen Tag in Übergang dann für die kommenden 2 Wochen in ein insgesamt eigentlich bullisches Zeitfenster. Auch hier in den letzten 16 Jahren, da gab es sogar 15, nee, nicht 15, 13 Gewinner, also 13 Mal hat der Nasdaq in diesem Zeitfenster zugelegt. Das Verhältnis durchschnittlicher Gewinne zu durchschnittlichen Verlusten lag bei 2,5 zu 1, während der maximale Drawdown hier bei rund 71 Punkten lag. Auch der Nasdaq, auf den wollen wir mal kurz einen Blick werfen. Ich habe den hier nochmal vorbereitet. Der ist bei FXPlat hier unter US Tech zu finden, unter den Symbolen. Diese violettfarbene Linie ist der 50er EMA auf in dem Fall auch Tagesbasis. Und der hat in der jüngeren Vergangenheit mindestens, also das kann man hier diverse Male sehen, Moment, so, immer mal sehr, sehr gut als mögliche Unterstützung eben halten können, als möglicher Trigger dann für Long-Engagements. Und ist allerdings auch diverse Male schon unterschritten worden. Nichtsdestotrotz hat das in der Vergangenheit jetzt nicht unbedingt dann die große Korrekturbewegung initiiert. Also wir sehen zum Beispiel im Februar scharfer Fall unter dieses Level. Wir haben dann auch allerdings innerhalb kürzester Zeit haben wir es geschafft, hier diesen Bereich wieder zurückzuerobern. Und das Gleiche galt dann eben auch hier zum Beispiel im März, Ende März, in das Ende des ersten Quartals. Und wir sehen auch hier,
erneut der Versuch, diesen 50er EMA zu brechen. Also aus der Perspektive ist das alles andere als optimal, das muss man ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz, dieses saisonale Pattern, dieses Muster hat sich die letzten 16 Jahre, aus welchen Gründen auch immer, herauskristallisiert. Und man muss in dieser Konstellation dann sagen, eventuell ist es das auch zunächst einmal gewesen. Wir haben zwar jetzt diese Struktur steigender Hochs, steigender Tiefs, mit dem Rutsch hier unter die 7380 ist es ungefähr, in dieser Indikation dort, haben wir unterschritten und damit diese Aufwärtsstruktur unterbrochen. Aber wir haben sie in meinen Augen noch nicht zwangsläufig gebrochen. Es kann einfach nur sein, dass das jetzt mal ein kurzer, signifikanterer Rutsch ist, der dann auch relativ zügig wieder zurückgekauft wird, beispielsweise eben getragen durch das jetzt saisonal sich günstig ergebende Fenster, in dem wir uns jetzt eben entsprechend dann, in welches wir uns bewegen. Also das ist eine durchaus sehr, sehr interessante Konstellation. Ich will noch mal kurz auf die auch Zinssituation in den USA, weil sie eben auch durchaus Auswirkungen auf den Technologiesektor in den USA hat, eingehen. Da ist es so, dass auch hier die Zinsen sehr, sehr stark angestiegen sind. Die Webseite hier ist MarketWatch. Und was wir hier machen können ist, wir können auf Search gehen und da mal 10-Year eingeben. Und dann hoffe ich mal, da. So, da sind die 10-Jahres-Zinsen, 3,25%, sind in der Tat die höchsten Niveaus seit 2011 ebenfalls, auf die wir gelaufen sind. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ich habe echt noch was zu erzählen. Ich könnte jetzt hier locker noch eine Stunde weiter erzählen, weil es einfach ein super spektakuläres Thema ist aktuell. Wir wollen das aber mal ausblenden. Man glaube es mir einfach. Also dieser Fremdkapitaleinsatz an der NYSE hat ein extrem hohes Niveau erreicht, ein Rekordhoch. Ich kann darüber nicht sprechen und es nicht zeigen, weil das ist einfach zu gut. Einen Moment. Also, wenn wir NYSE Leverage eingeben bei Google, gibt es hier gleich den obersten Button, Margin Debt in the Market. Und dieser zeigt auf, wie sich eben durch die sehr stark expansive Haltung der Notenbanken dieser Fremdkapitaleinsatz in den USA entwickelt hat. Und was wir halt sehr, sehr schön erkennen können, ist in Rot dieser Margin Debt und in Blau den S&P. Billiges Geld treibt Aktien, um es mal ganz plump und einfach zu formulieren. Das war schon immer so. Dann erreicht der Markt aber irgendwann einen Punkt, an dem der Hebelansatz so hoch ist und die anziehenden Zinsen zu einem Knacks führen, dass das Neuaufnehmen von Schulden zum Finanzieren von Aktien Portfolio oder Aktienholdings, Equity Holdings, nicht mehr attraktiv ist. Also wir haben jetzt einen Bereich eingetreten, wo es auch beginnt, eben zu Umschichtungen des Aktienportfolios zurück in Anleihen zu kommen, was dann mit auch weiteren Druck auf Aktien eben initiieren könnte. Und das hat dann auch hier zum Beispiel in 2007, 2008 eben durch den damaligen beginnenden, durch das einsetzende Deleveraging dazu geführt, dass es zu einer scharfen Korrektur kam. Das war auch schon zur New Economy genau das Gleiche. Und wir sehen einfach, wir haben jetzt ein absolutes Mega-Rekordhoch hier markiert. Und das schon seit langer Zeit nichtsdestotrotz. Allerdings sollte das Berücksichtigung finden, weil eben die Luft nach oben definitiv dünner wird und erst recht, wenn eben der Zins ansteigt. Und das, was die USA jetzt in Anführungsstrichen als Problem vorfinden, ist, dass wir eine sehr solide Wirtschaft sehen in den USA. Also zwar haben die Non-Farm Payrolls, die neu geschaffenen Stellen extra gerade letzten Freitag, mich überzeugen können. Okay, aber nichtsdestotrotz, die Zahlen insgesamt waren relativ solide dahingehend, dass die vorherigen Datensätze nach oben revidiert worden sind. Tatsächlich sogar 85.000 neu geschaffene Stellen der Markt nach oben revidiert wurde. Das war eine super Revision, so nennen wir sie einfach mal. Durchschnittliche Stundenlöhne waren solide, month-to-month mit 0,3%, Arbeitslosenquote auf einem Vieljahrestief wieder bei 3,8%, glaube ich. Wir hatten, da muss ich wiederum sagen, ich hatte eigentlich auf solche Non-Farm Payrolls-Datensatz eher stärkere Turbulenzen erwartet. Ich will auch gleich zeigen, warum. Denn da auch da sind wir auch für Gold vielleicht in einem sehr, sehr interessanten Bereich gerade. Aber der Grund dafür, warum ich letzte Woche doch ein bisschen überrascht war, war, weil nämlich die ISM-Zahlen am Mittwoch, dem ISM-Employment auf dem höchsten Stand seit 1998 und dann auch mit den ADP-Zahlen, die sehr stark ausgefallen sind an diesem Tag, weil wir dort eben gesehen haben, dass eigentlich die Wirtschaft in den USA richtig stramm läuft. Und jetzt ist eben folgendes Problem, durch diese anziehenden Zinsen kommt es potenziell zu diesen Umschichtungen eben dieser Aktien in Anleihe, im Bond-Portfolios, weil auch die Dividendenrendite S&P zum Beispiel dort nicht mehr attraktiv genug ist, um eben dann in einem volatileren Sektor wie Equities eben positioniert zu sein, sondern für die gleiche, vielleicht sogar höhere Rendite auch weniger stark schwankungsintensive Assets wie zum Beispiel Bonds sich eben eignen. Und das ist eine natürliche klassische Risikoaversion von Anlegern, die dann eben zu potenziellen, dann sich selbst beschleunigenden Prozessen in Equities führen.
So, Fakt ist auf jeden Fall, wir sehen also jetzt die Zinsen, die eben entsprechend anziehen. Aber es gibt eine sehr interessante Konstellation, die den Aktienmarkt, und deswegen bin ich bei auch diesem saisonalen Pattern für den Nasdaq, auch für den DAX übrigens, bin ich sehr skeptisch und bin ich sehr vorsichtig, weil wir haben einerseits eben die anziehenden Zinsen, die negativ auf den Aktienmarkt durchschlagen können. Aber was passiert denn jetzt mal angenommen, dass der Aktienmarkt, nicht der Aktienmarkt, dass der Zinsmarkt beginnt, einen Top auszubilden und es zu einem Rücksetzer kommt? Also das heißt, hier pendeln wir zurück in Richtung 3% und eventuell tiefer. Auch dann sehe ich den Aktienmarkt wirklich vor schweren Zeiten, weil, und jetzt habe ich hierzu mal den Commitment of Traders Report vorbereitet, die Großspekulanten und deren Positionierung im sogenannten T-Note Future. Das ist der Anleihekurs, der invers zum Zins ist. Also den T-Note Future, den Anleihekurs, sind diese Großspekulanten so short wie noch nie zuvor in der Geschichte. Und zeitgleich sind sie also Zinsen super aggressiv long und spekulieren darauf, dass sich eben dieser Zins weiter aufwärts entwickelt. Das ist ein potenzielles sogenanntes Sentiment-Extrem. Und dieses Sentiment-Extrem, das schreit förmlich danach, aufgelöst zu werden. Jetzt wird man natürlich sagen, na gut, aber fallende Zinsen wäre ja dann günstig, weil aktuell die steigenden Zinsen ja dafür auch mit ganz wesentlich dazu beitragen, dass eben der Aktienmarkt unter Druck gerät. Das ist zwar richtig, aber wenn der T-Note Future aggressiv ansteigt, also es hier zu dieser Short Squeeze kommt, ist das meistens ein Zeichen für einen sogenannten Risk-Off-Modus, der Einzug hält am Markt. Also sprich, die Marktteilnehmer werden dann nervös und strömen in jene Papiere, die eine hohe Liquidität versprechen und wo sie sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten sicher gefühlt haben. Und das sind eben dann US-Schuldscheine, interessanterweise, trotz der hohen Verschuldung in den USA, die wir dort sehen. Das ist eigentlich ein anderes Thema. Fakt ist auf jeden Fall, das ist etwas, was ein natürlicher Prozess ist und das bedeutet anders formuliert, wenn es zu diesem Unwind kommt, also das heißt, wenn es zu dieser Auflösung dieses Sentiment-Extrems kommt, besteht auch die Möglichkeit, dass das nicht stützend für den Aktienmarkt ist, sondern sogar nochmal eine beschleunigende Abwärtsbewegung eben tatsächlich nach sich zieht. Und ja, also Fakt ist auf jeden Fall, wir wandeln in meinen Augen so ein wenig auf das Messerschneide im Aktienbereich gerade. Und das wiederum hat jetzt ganz interessante, ich finde, man kann ganz interessante Rückschlüsse ziehen, nämlich für Gold, Gold auf Tagesbasis. Wir sehen alles andere als ein bullisches Bild, aber nichtsdestotrotz, wir wissen, dass es zu einer normalerweise negativen Korrelation zwischen Zins und Gold kommt, weil Gold zinslos als zinsloses Investment bei steigenden Zinsen unattraktiver wird. Und das ist auch sicherlich mit der Grund, weswegen wir aktuell so Schwierigkeiten haben und eher auf unserem Niveau unterhalb von 1200 US-Dollar pro Fein uns stabilisieren und konsolidieren. Nichtsdestotrotz kommt es zu dieser Auflösung des Sentiment-Extrems, gehe ich davon aus, dass wir sehr heftig hier über diese rotfarbene Linie liegt bei ungefähr 1215 US-Dollar pro Feinunze brechen und weitere scharfe Aufschläge sehen. Auch da nochmal saisonaler Hinweis. Es ist tatsächlich so, dass wir ab Dezember, von Dezember bis Mitte, Ende Januar tatsächlich in ein historisch grundsätzlich bullisches Pattern oder bullisches Fenster aus saisonaler Perspektive für Gold eintreten. Also es kann durchaus sein, dass sich das hier noch so ein paar Wochen bis Monate vielleicht sogar zieht. Aber Ende Dezember allerspätestens würde ich hier eine mögliche scharfe Gegenbewegung in Gold eventuell sogar in Betracht ziehen, in der Tat. Und das auf jeden Fall im Hinterkopf eben tatsächlich behalten. Ja. Und jetzt sehe ich übrigens gerade noch eine Frage. Wolfgang schreibt gerade, eine einfache Formel ist die Gewinne minus die Verluste durch die Anzahl der Trades. Ich glaube, was du meinst, ist der sogenannte Profit Factor. Das ist nicht direkt der Erwartungswert. Das ist eine tatsächlich, das ist eine sehr einfache Formel. Die sollte man aber auch nicht unterschätzen, in der Tat. Ich glaube, das ist die Formel für den Profit Factor. Wo ich aber, naja, Problem habe ich damit nicht. Das wäre Quatsch. Auch weil dieser auch ganz klar ausgewiesen wird im MetaTrader bei einem Backtest, den man laufen lässt. Der Profit Factor spielt da eine Rolle. Übrigens der DAX leider doch nicht ins Laufen gekommen mehr auf der Oberseite. Ja, also jetzt kippt man wieder zurück. Wir sehen aber nach unten, der Druck scheint ein bisschen raus zu sein. Also die Position, wie gesagt, bleibt bestehen. Ich komme gleich nochmal auf den Erwartungswert ganz kurz zu Wolfgang. Nichtsdestotrotz, wir schauen einfach, wie sich der Trade in den Folgestunden weiterentwickelt. Sollten wir bis 21:50 keinen Gewinn, keinen Verlust sehen, also Take Profit oder Stop Loss, dann wird der Trade automatisch hier durch diese Smart Line eben rausgenommen. So, nochmal zum Profit Factor. Also der wird ausgegeben. Den findet man auch in dieser Tabelle. Ich muss jetzt mal ganz kurz schauen. Auch dafür ist es dann ganz klein, aber irgendwo, wo haben wir ihn?
Brutto-Profit. Da ist der Profit-Factor. Da ist der Profit-Factor, 1,13. Desto größer der ist, desto potenziell profitabler ist auf jeden Fall der Handelsansatz. Ich habe aber, wie gesagt, gerne den Erwartungswert, weil der mit einer realen Komponente arbeitet, nämlich dem Verhältnis durchschnittlicher Gewinne zu durchschnittlichen Verlusten, um dann entsprechend von dort mit realen Kerngrößen auch tatsächlich zu arbeiten. Wobei der Profit-Factor das natürlich mit den Gewinnen und Verlusten ebenfalls tut. Ich glaube aber, dass der durchschnittliche Gewinn zum durchschnittlichen Verlust, also das Payoff-Ratio, eine etwas realere Abbildung der Gegebenheit, zumindest also der dann betrachteten, vergangenen, eben tatsächlich gibt. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist abhängig von der jeweiligen Fasson des Traders. Also ich glaube, Profit Factor, sobald man anfängt, fassen wir es mal so zusammen, sobald man anfängt, sich mit solchen Kenngrößen auseinanderzusetzen, sei es der Profit Factor, sei es das Payoff Ratio, dann zeigt das schon bereits eine sehr professionelle, sehr detaillierte Beschäftigung mit dem Thema Risiko-Money Management. Und das ist grundsätzlich etwas, was immer positiv zu berücksichtigen ist. Ja, und das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Also das sei es auch meinerseits gewesen. Nelson ist bestimmt noch da, will bestimmt die Abmoderation machen. Ja, nein, vielleicht. Ich bin noch da, hatte dir auch schon im Chat ein bisschen ein paar Sachen geschrieben. Also Matteo Salvini heißt der italienische Politiker, hattest du ja nachgefragt. Und ja, also wenn du noch was hast, was Interessantes, gerne. Wir haben da jetzt keinen zeitlichen Druck. Ansonsten gerne mache ich das Schlusswort. Ich bin fertig. Ich wünsche dir nur noch Happy Trading. Happy Trading und passt eure Stops auf. Ganz wichtig. Okay, super. Dann vielen Dank, Jens, ja, für den Start der neuen Webinarreihe. War wirklich sehr spannend, sehr viele Informationen. Die Aufzeichnung können Sie gerne dann entsprechend nutzen, um alles mal nochmal nachzuarbeiten und alles zu verstehen. Kommt auch so schnell wie möglich online. Sollte eigentlich im Laufe des Tages passieren. Ja, ich bedanke mich für die Teilnahme, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke nochmal, Jens, und passen Sie auf Ihre Trades auf und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.